Okay, unser erstes Ziel wird sein, eine Festung zu bauen. Dafür brauchen wir Geld und Stein. Und Stein gibt's hier nicht. Oder? Gibt's hier Stein irgendwo in der Nähe für uns? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist okay, ein Lager ist tatsächlich nur für sowas da. Natürlich. Nichts lieber als das. Blöd. Natürlich. So. Natürlich. Dann mal bauen. Ja, ist gut. Da unser Leben jetzt auch ausgegangen ist, ist das eine ganz gute Idee. Was habt ihr jetzt hergestellt? Wir können jetzt auch so eine Warteliste da reinsetzen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie man sowas storniert. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, ja. Aber es wird schon irgendwie gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So viel Schwefel haben wir gar nicht. Okay, in der Statistik steht keine Hilfe für uns. Wie stornierte man nochmal die ganze Scheiße? Ne, damit kann man nur ins Festungsinventar gehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Natürlich. Ich kann noch so einen Arbeiter ausbilden. So, die Alchemisten haben uns gerade Gold hergestellt. Das haben wir da so gerade gesehen. Leider hat uns das gerade nicht angezeigt. Aber Schwefel wird da. Schwefel können wir beschaffen. Da unten gibt es Steine. Also wir können ein paar Leib bis dahin schicken, unsere Steine zu sammeln. Und hier auch. Gut, jetzt die Steine wird das nächste, was wir bauen müssen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Arbeit in einer Mine auf. Es ist Zahltag. Ja. So, was macht Pilgrim dann so in der Zwischenzeit? Gar nichts bisher. Jawohl! So, die Alchemisten haben wieder Gold hergestellt. Festung, effektiverer Bergbau, ja. Nichts lieber okay, hier geht aber schon mal Lehm jagen. Wird erledigt. Und da wir Holz momentan nicht so sehr brauchen, können wir diese 8 Leibis losschicken, um diesen Steinhaufen na, zu behaken. Na gut. Nee, wir schicken diese Leibis los, um Lehm zu hacken. Und noch können wir alle losschicken, um Steine zu schaffen. Der Alchemist haben wieder Gold hergestellt. Steine, wenn wir 300 brauchen, Lehm 250. Wird sich regeln lassen. Also, was die Soldaten angeht, können wir alle schon ausbilden, wenn wir denn die Teile drin hätten. Also die, wenn wir die Teile herstellen könnten, die wir dafür brauchen. Was haben wir denn momentan an Ausdruck so? Wir haben nichts für Pferde. Wir haben 10 Bögen und 4 Speere. 3 Brünnen, 5 Kettenhemden, 8 Waffenröcke und 5 Lederwämser. Warum bist du Steinhacken? Hier, du sollst Lehmhacken gehen. Was uns ausgeht, ist Werkzeug. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hier, wir haben noch 16 Werkzeuge. Und ich weiß nicht mehr, wie man die herstellte. Ah! Okay. Gut. Das ist hilfreich. In der Schmiede können wir Werkzeuge herstellen. Geht das eigentlich auch hier? Nein.
Gut, das heißt, wir müssen uns nicht die Sorgen machen, dass das Zeug jetzt ausgeht. Dann geben wir erstmal so 5 in Auftrag. 1, 2, 3, 4, 5. 0. Bauet uns einen Steinmetz. So, dann hierhin. Ja, ist gut. Platz ist da. Platz ist so nicht da. Wird schon passen. Stimmt, die veredeln ja auch den Schwefel. Eigentlich hätten wir sie einfach den puren Schwefel die ganze Zeit veredeln lassen sollen, bevor wir den ganzen Schwefel ausgeben. Egal, wir haben das Gold. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, schon. Wir werden nur ein weiteres Wohnhaus... Wir werden einen weiteren Bauernhof brauchen. Das ist es. Und den setzen wir uns dann mal hier hinten so hin. Mineralogie. Sondern die Erdproben, um darin Vorkommen von Eisen, Schwefel oder sogar Gold auszumachen. Es ist Zahltag. Eure Dienste. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, sobald wir das geändert haben, dann ist kein Problem. Werkzeuge sind gerade noch am Arbeiten. So, jetzt ist Zeit für... Eisen haben wir auch, Steine. Wird erledigt. Damit wir hier noch einen Ziegel da reinsetzen können. Das finde ich interessant. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Das ist schön. Gut, unsere Armee wollen wir auf Speerträger und Schützen setzen. Am besten auf guten auf gute Speerträger und auf gute Schützen. Also. Lanzenträger, wenn wir brauchen. Dafür brauchen wir Lanzen und Lederpanzer. Lanzen, dafür brauchen wir ein. Ja, dafür brauchen wir eine Festung. Alles hängt zusammen. Und die Alchemisten stellen Gold ohne Ende her. Es regnet Gold. Gold. Und der Schwefel scheint uns nicht gerade auszugehen. Zumindest nicht so schnell. Weil die Alchemisten dagegen veredeln. So, die Steinmetze stellen uns auch noch Steine her jetzt. Das ist schön. Dann können wir uns in eine Ziegelhütte reinsetzen. Ja! Damit uns ja keine Ressourcen ausgehen. Und ich glaube, sobald wir uns denen hier nähern, werden diese Tore einfach schließen. Das heißt, wir müssen mit Kuno unbedingt diese Tore öffnen. Also, hier haben wir eine Armbrust herzustellen. Das wird alles ein bisschen dauern. Fertig! Und dafür brauchen wir 30 Arbeiter. Und wir haben bisher wie viele? Wo können wir das sehen? Nicht genug, oder? Wo können wir bitte sehen, wie viele Arbeiter wir haben? Kauft am Haupthaus Leibeigene. Ich bin so froh, dass der Mentor noch funktioniert. Und sie reparieren und Rohstoffe abbauen. Sie benötigen keinen Platz in Wohnhäusern oder Bauernhöfen und können von euch zur Miliz geschickt werden. Leibeigene stehen zu 100% unter eurer Kontrolle. Ja. Abgesehen davon, wenn es darum geht, dass sie ja nicht anfangen sollen, irgendwas zu bauen oder abzubauen, was sie eigentlich nicht sollten. Okay, wir brauchen noch ein paar Arbeiter. Erstmal hier, 1, 2, 3, 4. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit.
Wie viele haben wir denn jetzt? All eure Wohnhäuser sind belegt. Und wieso bauen wir schon wieder? Noch obdachlose Siedler. Alles klar, wir brauchen hier noch ein Wohnhaus. Das setzen wir dann mal hier hin. Ja! Ihr solltet die Wäsche ins. Und nach, wenn wir auf der Steine brauchen. Es regnet. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten hier zur Verfügung zu stellen? Wir haben. Ich habe nämlich keins. Na, ich habe gerade keine Ahnung. Sobald Gruppe nur dieses Wohnhaus gebaut hat, werden wir unten den Schwefelschacht einnehmen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Nein, uns geht Holz aus. Aber gern. Und Lehm, aber Lehm wird schon, für Lehm wird gesorgt. Kein Problem. Moment mal, anstatt die Bäume da unten zu fällen, könnt ihr doch einfach die ganzen toten Bäume hier beseitigen. Wird erledigt. Wird erledigt. Und ihr könnt euch natürlich auf so einen Lehmschacht, so einen Lehmvorkommen stürzen. Nee, oder ihr rennt einfach weiter und sorgt dafür, dass wir hier unten. Ja! Halt! Bevor wir da oben alles wegernten. Hier! Ja! Es wird und wieder hier. Die dicken Mäntel können nun weg. Ihr auch hier so hin. Kein Problem! Für Platz sorgen. Conchi? Steht da hinten. Seht durch mein Fernglas! Eine große Brücke, die zu bauen mit Vergnügen ist. Schaut in die Ferne. Seht her. Es ist Zahltag. Ja, mit Vergnügen. Schaut in die Ferne. Jawohl. So, mit den Türmen konnte man, glaube ich, irgendwann. Ah ja, seht ihr. Das kann man machen. Wenn man so einen Turm ausgewählt hat, kann man damit die Welt erkunden gehen. Folgt sozusagen der Maus. Diese Türme sind auch ganz schön praktisch geworden. In einer gewissen Reichweite natürlich. Kundschafter bleiben sinnvoller, aber so müssen wir nicht die ganze Zeit Kundschafter irgendwo hinschicken. Den Turm hier auswählen und dann ein bisschen weiter gucken hier so. Es beginnt zu regnen. Das folgte ganz freundlicherweise unserer Maus. So, Erik ist auch da. Eisen ist auch da. Ich kann mir vorstellen, dass die TM auf dem Multiplayer-Map sehr interessant werden könnte. Mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich würde euch sehr verwundern, wenn nicht diese Bäume fällt. Obwohl, doch, ihr könnt diese Bäume fällen. Holz gefällt. Damit wir Platz haben. Dann aber tatsächlich eher es da. Es ist Zahltag. Können wir der Burg nachsehen, wie viele Einwohner wir haben? Ich bin fertig. Nein. Hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja! Der Sommer kehrt zurück. Sobald dieser Baum da weg ist, können wir das dann so platzieren, dass es nicht auf der Straße steht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eins. Also, nee, ich will gerade durchzählen. Ja, mit mal vier.
5. 7. 11. 15. 19. 24. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? 25, 26, 27. 28. Und dann müssten wir... Kein Problem. 29, 30. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Voll. Euer Haupthaus kann nun ausgebaut werden. Danke für die Info. So. Und der Schmiede lassen wir inzwischen weiter ein Werkzeug herstellen. Wir werden mehr als nur eine Schmiede brauchen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Okay, wir werden da oben noch eine zweite Schmiede hinsetzen müssen. Ihr habt nicht genug. Ja. So, dann könnt ihr jetzt hier hinten hingehen und Lehm und Holz hacken, was auch immer, worauf immer ihr Lust habt. Schwefel ist ausgegangen. Zahltag. Aber die Alchemie hat sich vielleicht erstmal gelohnt. So, wie storniert man jetzt Aufträge, frage ich mich. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ach, egal. Das Gebäude ist dann brauchen wir dann auch ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt eine ganze Menge Kraft bauen. Wetterturm. Wetterwechsel ist trotzdem auch möglich, das ist nett. Ausbauten ist jetzt auch möglich. Bauen wir schon diese Schmiede aus, oder? Ja, komm. Ach, Ausbau geht trotzdem... Nee, das hält an während des Ausbaus. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Gut, was wir auch ausbauen müssen, ist das Teil hier. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Wir können ja gucken, ob die Schmiede so weit laufen gehen. So, ansonsten haben wir noch so 8 Werkzeuge, 20 sind im Bau. Zahltag. So, und wir werden noch eine weitere Schmiede bauen, um nur um Werkzeug herzustellen. Das Gebäude ist ausgebaut. So, dann können wir hier so mehrere Leute reinsetzen. Und die haben gar kein Problem, denn die gehen tatsächlich nach da unten hin. Das ist toll. Ausbau vollbracht. Oh, wir können alles andere herstellen, um... Anschluss der Feinde. Was? Wir können alles andere herstellen, so. Hier gefällt es mir. Hier hätten wir auch gerne ein paar Leute. Hierfür brauchen wir... 50 Arbeiter, 30 unterschiedliche, 3 unterschiedliche Werkstätten, Gipfel eurer Macht, alle Gebäude und Ausbauten werden für euch verfügbar sein. Nett. Können wir eigentlich auch Verziehungsgebäude bauen? Können wir. Grundwasserbrunnen. Das ist nett, dass wir das alles bauen können. Warum wir erstmal einen Brunnen hier in unser Dörfchen rein? Wobei, erstmal so ein Brunnen hier. Och, nö. Hier so, hier stellen wir uns erstmal ein paar Lanzen her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Warum wir Lanzen und Lederpanzer? Wie stornierte man noch so was? Entfernen? Nein. Einfügen? Nein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Nein. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich meine Aufträge storniert. Das heißt, wir sollten niemals zu lange Wartelisten einbauen.